Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zum zweiten Osterrate-Video heute am Ostersonntag. Heute geht es nicht um eine Karte, denn das ist relativ offensichtlich, wir sind auf Prokhorovka, sondern heute geht es um einen Panzer, der sich hier in dem Busch, den wir vor uns sehen, versteckt hat. Den Busch schauen wir uns gleich einmal genauer an. Aber was ist denn eure Aufgabe? Ihr müsst raten, welcher Panzer sich in dem Busch versteckt hat und müsst mir den Namen des Panzers plus euren World of Tanks Ingame-Nicknamen in die Kommentare schreiben. Wie beim letzten Mal, schaut bitte für den Panzernamen im offiziellen Wargaming-Wiki nach, damit ihr den auch richtig schreibt. Und wie gesagt, packt euren World of Tanks Ingame-Nicknamen dazu, damit ich euch besser erreichen kann. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Ihr habt 48 Stunden Zeit, um euren Tipp in die Kommentare abzugeben. Und gewinnen könnt ihr diesmal eine Matilda 4, zweimal 7 Tage Premium-Spielzeit. Das Ganze ist wieder gesponsert von Wargaming. Vielen lieben Dank dafür. Und von mir gibt es noch einmal 1000 Gold obendrauf. Diese 4 Preise sind für World of Tanks PC. Außerdem gibt es noch ein Steam-Spiel dazu, und zwar von Scheiß Cyborg gesponsert, das Spiel Faster Than Light. So, und jetzt schauen wir uns doch mal an, was sich in diesem Busch eventuell versteckt haben könnte. Es ruckelt ein bisschen, das liegt daran, dass das Replay auf Pause ist. Man sieht ein bisschen was. Der Panzer hat sich gut versteckt. Hier sieht man noch was. Da sieht man eine Kanone. Okay. Ein bisschen ein Kettenrad. Nochmal die Seite. Ja. Welcher Panzer könnte das sein? Schreibt euren Tipp plus euren World of Tanks Ingame-Nicknamen in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg, viel Spaß beim Rätseln und wir sehen uns dann spätestens morgen am Ostermontag zum letzten Video, wo ihr wieder eine Karte erraten müsst. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.